Da wird verfolgt. Oh, lalalala. Moment, da wird viel verfolgt. Da wird doch gleich viel gekämpft. Ja, die kriegen den da eingekesselt, aber... Ah ja, alles klar. Moment. Hier angreifen. Oh, lala, die machen böse Schaden. Unsere Jungs sind aber zum Glück gleich da. Das greifen wir hier mal an. Das geht echt teilweise böse nach hinten los, aber noch sind wir da halbwegs dabei. Ja gut, die Kondition lässt nach. Trotz alledem, die Kondition lässt sehr stark nach und ich glaube fast, wir haben fast einen Rückschlag erlitten, in der Tat. Wir schauen hier mal zurück, wo ist denn hier dieser Mediamäß dort oben? Ja, die lassen wir da einfach mal sein. Wir müssen hier nämlich mal helfen, die reißen uns da nämlich noch gerade schön böse auseinander. Wenn der hier die ganze Zeit Einheiten gesammelt hat, ist mir das schon klar, dass da so viel Gegenwehr ist. Heieiei. Nee, ich glaube, da müssen wir dann später nochmal neu aufrüsten oder uns hier nochmal zurückziehen. Wäderbretter machen die einen Schaden. Nee, dann ziehen wir uns hier mit der Armee nochmal zurück, wenn das denn irgendwie möglich ist. Die hören aber auch nicht auf, hier irgendwie aufzutauchen, ne? Das ist der Wahnsinn. Da kommen nochmal welche. Heieiei. Nö, ist okay. Damit kann ich leben, größtenteils. Größtenteils kann ich das, aber man sieht hier schon nach und nach, da geht's böse aufs Gesicht. Ja gut, wir konnten hier natürlich so gut wie nichts halten. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal wieder zurück zu unseren Schiffen. Die 1 hier rein, die 2 hier rein, die 3 hier rein oder welche lächerlichen Verluste davon übrig geblieben sind. Dann brauche ich von euch mal Häuser, aber nee, vorher brauche ich von euch Holz. Ganz viel Holz und das liefert ihr mir. Hat er hier nirgendwo ein Lagerhaus gebaut? Doch, hat er hier mal bitte Holz sammeln gehen. Hier mal bitte Eisen sammeln gehen. Ja gut, es ist klar, dass die das jetzt angreifen. Da kann ich aber nicht viel tun. Das werden wir uns aber auch bald wiederholen. Wäder, was für eine Schlacht. Nee, schau, da ging wesentlich mehr, als ich dachte. Zunächst hatte er hier immer noch ewig viele Soldaten. Ist aber okay. Wir gehen jetzt hier erstmal wieder zurück in unsere eigentliche Stadt. Setzen hier die ganzen Leute mal ab. Und dann muss ich hier mal schauen. Aus euch mache ich jetzt einfach mal die 3, weil aus dem restlichen 3-Trupp ist ja so gut wie nichts mehr übrig. Hier geht keiner irgendwie in die Kaserne rein oder so. Nee, nicht so. Nicht hier gegenseitig blockieren. Das bringt hier keinem was. Ihr 5 werdet mal Schwertkämpfer oder Schützen. Was mache ich mit dir? Du gehst hier rein. Nö, du gehst hier rein, wenn er sich nicht bewegen will. Alles klar. Nee, da wurden wir leider wieder ein bisschen zurückgeworfen. Das heißt, wir müssen hier mal uns noch ein bisschen neu organisieren. Jetzt stehen die da und kommen rum, weil die ganzen Pferde im Weg sind. Das ist natürlich jetzt eine sehr unnötige Sache. Alter, sind das viele. Das hört aber auch gar nicht auf. Hier ist noch ein Trupp. Ja, ich dachte gerade, wir könnten einfach mal lockerflockig durchmarschieren. Aber ich glaube, der hat hier oben ziemlich viele Städte. Eine konnten wir ihm abnehmen. Ja, den Rest werden wir wieder in offenen Feldschlachten dann kaputt machen müssen. Da kommen sie doch schon. Hier einmal anlegen. Und alle raus. Ah ja, das ist der letzte erbärmliche Rest quasi, von dem nichts mehr übrig ist. Hier noch ein paar einzelne Soldaten. Ne, die mischen wir einfach mal mit unter den Trupp, auch wenn wir sie eigentlich in die Kaserne wieder schicken müssten. Aber die mischen wir da einfach mal mit drunter. Ihr 5, ja, ihr geht ja auch mal mit zu den Lanzenkämpfern. Ihr geht mit zu den Schützen, auch wenn da jetzt gerade keiner reinkommt, weil da ein Pferd im Weg ist. Schnappt ihr mal bitte das Pferd an dieser Stelle. Oh Wetter. Genau, hier mal rein und das Pferd holen, damit die da durchkommen, die Leute. Wir gehen hier hoch. Genau, da kommt die auch jetzt wieder durch. Dann haben wir das geklärt. Hier haben wir noch nicht ausgeladen. Das ist die Gruppe 2. Die ist auch komplett demoliert und dezimiert. Ach du Schande, war das jetzt wieder ein Verlust. Und hier die Gruppe 1, die... Naja, ich auch fast durch die Bank voll zerstört ist. Das heißt, die Gruppe 3 sammelt sich hier, die ist schon voll ausgerüstet. Das heißt, wir werden mit einer 5er-Truppe das nächste Mal angreifen müssen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der uns jetzt so hart mitgibt. Das ist echt schon, aber gut, mit einem zweiten riesigen Ansturm können wir diese restliche Armee da eigentlich komplett niedermachen. Eieiei, aber es tat gerade echt schon... Tat schon gerade ziemlich weh, aber wir wissen jetzt schon mal, er hat da oben eine Stadt und er wird hier irgendwo hier auch noch eine haben, weil er kam ja irgendwie aus dieser Richtung mit ganz vielen Soldaten angerannt. Oh, das war sehr, sehr böse. Trotz alledem, das schadet uns nichts. Wir werden hier weitermachen. Wein haben wir hier immer noch keinen. Hier arbeiten die Leute aber auch nicht wirklich. Ja, da ist wieder das Management mit mehreren Siedlungen gleichzeitig. Das kann durchaus zu einem Problem werden, auch wenn es das nicht unbedingt werden muss. Ich brauche mal ein paar Schützen, sicherheitshalber, ein paar Leute, die Eisen sammeln gehen. Das machen wir... Habe ich hier denn kein Lagerhaus? Dann setzen wir hier mal ein Lagerhaus hin. Vorher geht ihr da natürlich
Oder danach geht ihr natürlich hier drinnen dann arbeiten. Ich muss hier mal den Sammelpunkt ein bisschen dort oben positionieren. Habe ich hier denn? Genau, ich habe hier noch die Möglichkeit, was zu kochen. Aber das bringt uns wahrscheinlich erstmal auch nicht so viel. Ich suche nämlich die Möglichkeit, noch einen weiteren Bauernhof zu besetzen. Ach ja, wie wär's denn hiermit? Hier mal wieder die klassische, die Standardbesetzung quasi durchwinken. Und hier müssen wir ebenfalls weitermachen. Ich habe zwar massenhaft Pferde. Ne, ich rekrutiere jetzt keine Pferde. Das geht nur nach hinten los. Apropos, ihr geht hier auch mal nach hinten und holt euch hier hinten mal ein bisschen was an Equipment. Dass wir die hier wirklich mal ein bisschen wieder auf Abseits oder aus dem Abseits rausbekommen. Erstmal hier wieder weit und breit versuchen, Pferde einzusammeln. Der hat sein Pferd. Der kann hier schon mal raus. Du bleibst hier. Du schnappst dir das Pferd. Du schnappst dir das Pferd. Gut, dann können wir hier die schon mal ins Abseits stehen, sag ich die ganze Zeit, irgendwie halt hier rausbringen, dass das hier nicht so verteilt alles steht. Hier mal rum, hier aufsitzen. Der hat sich sein Pferd schon geholt. Hier kann ich doch bestimmt genau weiter forschen, in der Hoffnung, dass ich noch irgendwelche Katastrophen vermeiden könnte. Gruppe 1 hat sich wieder erholt, aber hier haben die natürlich alle einen sehr niedrigen Trainingsgrad. Ja, die Gruppe 2 hier hat, nee, die Gruppe 2 hat hier und da eine schwierige Satzkombination. Durchaus leider wieder ein paar Leute verloren. Die 3 steht da hinten. Hier erforschen wir mal weiter. Hier geht's hoch. Okay, also die Gruppe 1 hat nichts mehr, so gut wie nichts mehr. Die Gruppe 2 hat wieder Pferde. Die Gruppe 3 sind schon voll. Das heißt, wir mischen die 1 mal hier mit rein und sagen, hier ist die Gruppe 1. Ich würde sagen, 5 Trupps, ich glaube, das habe ich gerade eben schon angerissen, unter 5 Trupps wird da wahrscheinlich nichts gehen. Das heißt hier, Moment, das ist die, genau, die Gruppe 2, die hier schon einige Generäle zurückgelassen hat. Was ist denn hier los? Hier ansetzen oder anlegen, hier anlegen, 1, 2, 3. Und jetzt brauche ich natürlich noch ein paar Soldatentruppen mehr. Wir machen hier mal die Gruppe 4 auf. Einen Helden will ich mir holen, aber natürlich ist gerade keiner da, der sich mir anschließen möchte. Unverschämtheit, jetzt wollte ich schon mein hart erspartes Geld. 16.000 Münzen, was ist denn hier los? Wir speichern einfach mal zwischen. 16.000 Münzen, verstehst? Da könnte man ja, wer weiß, wie viele Helden dafür organisieren. Stimmt, ich hätte eigentlich auch jetzt nach dem, oder bevor ich speichern gegangen bin, nochmal hätte laden können. Nein, umgekehrt. Ich wollte, nein, ich will gar nichts, außer vielleicht mal einen vernünftigen Satz um diese Uhrzeit rauskriegen. Das wäre vielleicht schon mal Schritt 1. Nein, was ich sagen wollte, ich bräuchte, oder ich hätte vielleicht laden können, um den Spielstand quasi nochmal herzustellen. Aber ich glaube, wir werden selbst dann eine entsprechende Niederlage kassiert. Wobei, es ist jetzt eher so ein... Ja, wie soll ich sagen? Es war ja keine direkte Niederlage. Wir konnten ja noch einige Einheiten retten, aber es war auch kein Sieg. Also war es ein Unentschieden. Also so eine Mischung aus beidem irgendwie. Also ein für mich nicht zufriedenstellendes Ergebnis. Aber auch hier habe ich dann erstmal kein Problem damit weiter. Wir werden jetzt hier einfach mal die restlichen Sachen erforschen. Bis dahin sind hier Soldaten zur Verfügung, oder stehen hier Soldaten zur Verfügung, die den vierten Trupp gar voll machen. Und dann, du bleibst gleich hier, du musst gar nicht so weit flitzen. Wir gehen mal hier hin. Genau, schnappen uns den. Hier machen wir weiter. Ich habe noch nicht mal alle Wirtschaftssachen erforscht. Siehst du, wahrscheinlich ist genau da der Fehler gewesen. Was will man da denn tun, wenn es an den wirtschaftlichen Grundsachen fehlt? Also Grundsachen, eine der höchsten Forschungen natürlich. Da kam schon wieder eine weitere Forschung durch. Ich will ihm bloß nicht so viel Zeit lassen, dass er sich erholen kann. Aber ich denke mal nicht, dass er jetzt so massenhaft wieder viele Soldaten zusammenbekommt. Es sei denn, er wird mich hier dann nochmal zurückwerfen. Das weiß ich dann natürlich nicht. Ist das hier die Gruppe 4? Ja, das hier ist die Gruppe 4. Die Gruppe 4 ist voll, das heißt, wir können hier mal zusammenkommen. Einmal hier rum und danach fahren wir, ich würde sagen, einfach direkt hier hin, laden hier aus und schauen mal, dass wir die Stadt finden, nehmen die ein und verteidigen die dann. Und dann kann der mich einmal mehr da küssen, wo die Sonne nie scheint. Alles klar, so, also die 2 hier rein, die 1 da rein, die 3 hier rein und die 4 hier rein. Alles rein, alles rein, alles rein, alles rein. Habe ich das Schiff hier genommen? Nein, ich habe das Schiff genommen. Da fehlen noch ein paar. Der ist wieder voll besetzt, der kann rausfahren, der kann rausfahren. Da fehlt auch noch einer, der kann rausfahren und der kann auch rausfahren. Irgendwo fehlen Häuser, wahrscheinlich in der Stadt dort unten. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, aber ich mache hier erstmal nichts weiter. Ja gut, die sind raus. Das heißt, hierhin und hierhin und nach hier unten bitte und ausladen. Was ist das für ein Trupp? Ich glaube, die 4, nee, die 2 ist das, die 2 in der aggressiven Haltung. Ich habe schon wieder einen ohne Pferd gesehen. Die 3 in der aggressiven Haltung. Das ist die 4 in der aggressiven Haltung.
Und hier fehlt irgendwo noch eine Armee. Das müsste die hier sein. Kann ich die rauslassen? Ja, wunderbar. Ebenfalls in einer aggressiven Haltung. So, jetzt gehen wir aber dieses Mal nicht auseinander. Jetzt sind wir alle hier versammelt. Das heißt, wir lassen uns auch nicht zu weit auseinander treiben. 1, 2, 3, 4. Immer schön hier irgendwo hinklicken, dass alle möglichst nah beieinander sind. Ja, genau, sagte er und vergaß, den vierten Trupp zu bewegen. Irgendwo hier wird wahrscheinlich auch gleich noch seine Stadt sein. Hier ist nichts. Ich suche bloß die, genau, die Küste. Da waren wir gerade eben. Die Mission ist jetzt tatsächlich wieder ziemlich lang. Es hat sich am Anfang, glaube ich, gar nicht so abschätzen lassen. 1, 2, 3, 4. Alle mal hier rum. Ich rechne damit, dass wir gleich auf einen Gegner treffen werden. Ach, schau an, da haben wir doch die Stadt. Ach ja, genau, sogar die, die ich einnehmen soll. Mist, habe ich eine Truppe rausgeschickt. Ihr geht mal hier bitte wieder rein. Ja, das Ding können wir gar kaputt schießen. Ist es kaputt? Ja, es ist kaputt. Wunderbar. Und rein da. Sehr schön. Und weiter geht's, weiter geht's. Ach, schau mal an, ein Händler. Aber das... Ach, oh, ist das nicht schön. Die 1 hier rein, die 2 hier rein, die 3 hier rein, die 4 hier rein. Wir gehen, wir spazieren einfach rein, ohne Wenn und Aber. Da tun wir gar nicht so lange rum. Wir werden hier wahrscheinlich auch direkt mit denen gleich zusammenstoßen. Oh, das ist... Nee, guck mal. Da sind wir wieder. Freut ihr euch denn nicht, uns zu sehen? Ich möchte diese Frage nämlich nochmal stellen, weil ihr schaut auf einmal gar nicht mehr so happy aus, wenn wir das Ganze nochmal von vorne machen. Nee, sie schauen und sie zeigen sich sichtlich um. Mein Druck, die wollen hier irgendwie nicht rein. Der Schütze kämpft da mit denen. Ignoriert die mal bitte und komm hier rein. Jetzt hat er seine eigenen Leute wieder angeschossen. Gut, und mein Pferd kaputt gemacht. Das möchte ich ihm natürlich hier nicht verzeihen oder irgendwie vergessen. Aber er wird gleich entsprechend hier... Genau, eine schöne Stadt verlieren und jetzt sammeln wir uns dort. Da kommt nämlich wieder was auf uns zugefahren. So viel Nahrung gibt es hier nämlich gar nicht. Das heißt, wir werden hier gar nicht so lange bleiben können. Jetzt einmal, was bildet sich der Junge eigentlich ein? Der kommt hierher und meine kann direkt das Schießen anfangen. Nicht mit mir. Zwei der drei Städte habe ich, glaube ich, die ich brauche. Das heißt, genau die hier und die hier. Nochmal hier schnell schauen. Missionsziele. Der Lord ist schon tot. Genau das, das und das. Und das ist ja die Stadt hier oben. Das heißt, wir haben momentan eigentlich bloß Liu Bei als Ziel. Und das tut mir eigentlich auch gar nicht laut. Wir rennen hier mal raus. Wir machen hier nämlich einfach mal genau den dreipfeiligen Bogen kaputt. Habe ich denn noch irgendwas in der Akademie? Ja, hier so ein bisschen so Kleinscheiß, möchte ich vorsichtig sagen. Hier einmal alle raus. Da, der rennt einfach dran vorbei. Macht ihn nieder. Und wir können eigentlich alles schon mal in die... nächste Stadt gehen, würde ich sagen. Was ist denn jetzt hier wieder? Okay, wir werden erstmal noch zu einer Feldschlacht eingeladen. Schön, dass er zu Fuß gegen Kavallerie anrennen möchte, der arme Junge. Das ging schnell. Also ich wusste, dass es schnell ging, aber ich wusste nicht, dass es so schnell ging. Hier mal genau, alles schön hier geblieben. Bleibt bitte bei uns. Da schießt er weiterhin. Das können wir gleich mal hier unterbinden. Nee, die Zeit nehme ich mir noch. Das ist was Persönliches, glaube ich. Genau, hier mal, bevor der hier nicht weiß, auf wen er schießen soll. Ich... helfe ihm bei der Wahl, indem ich ihn einfach in den Staub trete. Da haben wir irgendwie ein Pferd verloren anscheinend. Das hier geht weiter. Jetzt haben wir hier ein Pferd. Stopp, stopp, stopp. Wenn du ein Pferd suchst, geh hier auf dieses Pferd. Wunderbar, das haben wir. Und weiter geht's. Wir jagen die einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Dann können die uns nicht in die Quere kommen, wenn wir sagen, wir wollen hier ein bisschen, ja, ein bisschen aufräumen, ein bisschen unseren Spaß haben, wie auch immer. Genau, die Gruppe 2 habe ich vergessen. Die Gruppe 2 reitet gleich mal hier rüber mit der 1, 2 und 1. Ja, die 3 geht mal hier runter. Ich glaube, wir brauchen das eigentlich auch gar nicht mehr, aber nur so Spaß an der Freude. Moment, da läuft wieder irgendeiner von denen. Wir greifen hier mal an und wir greifen hier mal an. Genau, da. Das ist doch schön. Jetzt weiß ich mal aus, ja, aus Sicht des Gegners. Oder quasi. Nee, umgekehrt. Jetzt weiß ich mal. Jetzt weiß ich mal, dass ich wieder mich nicht artikulieren kann. Nein, jetzt weiß ich mal, wie das so ist. Aber jetzt weiß der Gegner besser gesagt, darauf wollte ich hinaus, wie das so ist, wenn man gnadenlos überrannt wird. Deswegen nur hier so mal als kleine Protestaktion hole ich mir seine Städte. Habe ich hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Nö, ich glaube, dann gehen wir einfach mal rein, würde ich sagen. Alle 4 Truppenverbände rein mit euch und rein mit euch und rein mit euch. Auf, komm. Reinspaziert. Komisch, dass meine eigene Stadt so angezeigt wird, als würde ich sie nicht sehen können. Aber ich glaube, das ist, weil die hier so weit am Kartenrand steht. Da passt irgendwas wahrscheinlich nicht. Und hier kann man ebenfalls auch weiter forschen. Wie schaut es hier wieder aus? Nö, man könnte noch ein paar Soldaten rekrutieren. Aber ich glaube fast, das brauchen wir nicht. Ich will mir bloß nicht zu viel Zeit lassen. Wir schwenken mal hier rüber. Genau, weil die Kondition von allen lässt nämlich leider auch schon wieder... Die lässt nur ein bisschen nach. Die hat schon wieder übelst nachgelassen. Das heißt, hier mal angreifen.
Hat er wohl keine Soldaten mehr hier? Eine sehr komische Taktik, deswegen wir speichern hier mal ganz schnell ab. Und reißen ihm das Ding dann noch ein. Guck mal, der hatte so viele Soldaten, aber die haben noch nicht mal ein Upgrade gefahren, was die Lebenspunkte vom Stadttor angeht. Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ist hier jemand zu Hause? Hallo? Ein Arbeiter? Ist hier keiner irgendwie? Hat er alle Soldaten rausgeschickt? Das ist aber schon ein bisschen peinlich. Hier sind noch ein paar Dorfbewohner. Ist hier denn nirgendwo... Also sein Gerichtsgebäude? Doch, das habe ich gefunden. Gut, dann nehmen wir das erstmal ein und dann schauen wir wortwörtlich weiter. Okay, da wären noch ein paar Truppen gewesen. Hier ist der Steg, ein großes Schiff. Nee, da hat er sich kein Gefallen getan. Also wir haben einen zweiten Anlauf gebraucht, aber wir haben alles platt gemacht. Da siehst du schon, 300 Mann haben wir besiegt. Ein weiterer Rubin, ein weiterer Helm quasi und kein Gebäude verloren, trotz zwei Erdbeben, glaube ich. Ja gut, da siehst du natürlich, haben wir schon viele Einheiten verloren. Verlorene Gebäude, doch eins. Ach nee, zerstörte Gebäude, ich Doofkopf. Ich habe keine Gebäude kaputt gemacht, genau. Aber eins habe ich durch die Erdbeben verloren. So rum macht das schon mehr Sinn. 665 Tage, knapp. Ja, doch knapp 2 Jahre. Fast 2 Jahre, ne? Das ist schon eine sehr große Zahl. Aber gut, hier würde ich sagen, könnte man eigentlich einen Cut setzen für diese Aufnahme. Aber ein paar kleine Minuten haben wir noch. Das heißt, ich würde mir nochmal schnell das Intro der nächsten Mission angucken und dann schauen wir mal, wie wir da weiter verfahren wollen. In dem Sinne, bis gleich. Liu Bei ist sehr ehrgeizig und ein begabter Stratege. Zu Anfang waren seine neu versammelten Truppen mit Kampfgeist erfüllt und die Strategie war hervorragend. Jetzt aber lagern sie schon lange vor unserer Stadt, ohne Erfolg. Die Truppen werden müde und die Verteidigung bekommt Lücken. Heute habe ich mir diese Truppen angesehen und alles ist jetzt klar. Es ist an der Zeit, sie zu vernichten. Nehmt all euren Mut zusammen und übernehmt die Führung. Generäle, nehmt Liu Bei gefangen! Das ist dabei ein sehr ehrgeiziges Ziel, einen der drei Kaiser gefangen zu nehmen. Ich hau erst schon mal schnell wieder in alter Manier einen Spielstand hin und dann muss ich mir überlegen, was wollte ich tun. Genau, wer darf nicht sterben? Fragezeichen. Lu Xun muss überleben. Das ist er hier. Okay, das heißt, die 5 Generäle. Es muss jedes Mal ein anderer überleben, habe ich das Gefühl. Die Generäle gehen nach unten, die Schwertkämpfer auch. Wir haben hier noch weniger Rohstoffe als sonst. Was ist denn da wieder los? Ja gut, dann müssen wir hier erstmal mit euch Holz sammeln gehen, wenn wir bloß so wenig zur Verfügung haben. 5 Mann können wir maximal rekrutieren, wenn es dann nicht die Einschränkung durch das Bevölkerungslimit geben würde. Wir reiten hier mal schnell raus, würde ich sagen. Hier können wir zum Beispiel umschauen. Nein, ich sehe schon wieder Wasser. Ich möchte eigentlich nicht schon wieder ins Wasser hinaus ausrücken. Also über den Fluss gehen quasi. Hier will ich aber trotzdem nochmal. Ich muss aus euch erstmal eine Armee machen, dass ich euch schneller beisammen habe. Nein, wir haben hier eine Furt. Okay, wir reiten erstmal nach hier unten. Wer ist denn mein Feind? Liu Bei selbst. Okay, also nicht, dass mich das wundert. Ich wollte bloß wissen, vielleicht haben wir noch eine Art dritte Partei, die sich da einfach mal einmischen möchte. Ich habe zwar gerade den Missionstext mitgelesen, aber das heißt auch lange nicht, dass ich nicht trotzdem noch irgendeiner für ein kleines Gemetzel, für ein kleines Scharmützel, wie auch immer, selbst einlädt. Das soll ja durchaus schon vorgekommen sein, auch in besten Kreisen. Deswegen bin ich da minimal skeptisch, wenn ich es so formulieren darf. Ich möchte hier noch ein bisschen rumschauen. Haben wir denn hier noch irgendwas, wo wir direkt ein paar Münzen generieren können? Und sobald wir hier oben genug Holz haben, das haben wir zumindest jetzt halbwegs, will ich von euch erstmal einen Hof, und zwar hier. Das machen wir mal direkt da vorne. Ihr geht hier mal ein bisschen weiter vor zum Sammeln. Ne, hier scheint erstmal niemand weiter zu sein. Wir reiten hier nochmal nach unten. Ein Stück, ein klitzekleines Stück, aber hier außerhalb oder entfernt der Mine, nahe der Mine, so rum, scheint auch nichts mehr zu sein. Hier ist noch ein zweiter Kreis,
Aber ansonsten bis jetzt, das interessiert mich noch schnell, das will ich noch machen. Und dann würde ich sagen, machen wir die Folge erstmal Schluss. Hier ist Feierabend, was den Landweg angeht. Na komm, wie weit gehst du noch rüber? Hier wird doch dann irgendwo gleich Schluss sein. Okay, hier ist Schluss. Hier oben könnte noch was sein und hier kann man auf jeden Fall noch hoch. Alles klar, ich gehe stark davon aus, dass man alles auf dem Landweg erreichen kann. Das werden wir uns aber alles für die nächsten Folgen aufheben. Ihr kommt hier mal zurück. Ihr drei, wahlweise drei von euch vieren gehen da mal rein. Das wird ja echt immer weniger Rohstoffe, die einem hier zur Verfügung stellen. Das ist ja der Wahnsinn. Ihr drei geht hier rein und ihr habt euch hier gesammelt. Das ist schön, aber euch brauche ich erstmal vielleicht ein bisschen weiter unten. Als letzte Bauhandlung in dieser Aufnahmerunde möchte ich mir hier erstmal ein Haus hinsetzen. Da werden wir außerdem noch die Häuser positionieren. Schon wieder haben wir hier zwei Eisenminen. Tatsächlich. Okay, mit dem werde ich auch das nächste Mal noch ein bisschen weiter erkunden. Aber jetzt muss ich mich einmal mehr selber bremsen, sonst wird das hier wieder ein bisschen länger. In dem Sinne mache ich hier mal einen kleinen Cut, eine kleine Pause und dann sehen und hören und sonst irgendwas. dann sehen und hören und winken, keine Ahnung, winken macht auch Sinn, ne? Aber ja, dann hört man sich. Am besten bleiben wir dabei allgemein wieder in der nächsten Aufnahme. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge.